Tagesordnung und sind beim Tagesordnungspunkt 8. Und da geht es um die Sicherstellung der Finanzierung des Multisport-Events, die Finals 2025. Wir haben ja gerade gesehen und auch herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle an Karl Webendorf für die Bronzemedaille bei der Europameisterschaft der Leichtathletik. Toller Erfolg für unseren Dresdner Sportler. Und damit geht dann auch der Weg auf nach Paris zu den Olympischen Spielen. Jetzt aber zur entsprechenden Diskussion des Sportevents für das nächste Jahr. Hier liegt uns ein Ergänzungsantrag Bündnis 90 Die Grünen vor. Das könnte jetzt eingebracht werden. Herr Heinz, oder dann in der Fraktionsrunde? In der Fraktionsrunde? So, dann wäre schon gut. Wollen wir überreden? Na dann, Herr Heinz, gut. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich würde es auch relativ kurz halten. Also mit den Finals haben wir dann nächstes Jahr ein sehr großes Ereignis, was leider auch eine ganze Menge Geld kostet. Es ist leider so bei Sportgroßveranstaltungen, dass man erstmal selbst auch als ausrichtende Stadt, wir sehen es jetzt hier bei der EM, da sind wir ja, kann man ja fast sagen, glücklicherweise kein Ausrichterstadt geworden, Geld in die Hand nehmen muss, was hoffentlich über Umweg, Rentabilität wieder zurück auch in die Stadt fließt, über Hotelbuchungen, über andere Ausgaben. Und bei den Finals ist es so, dass auch vieles in der Stadt auch öffentlich stattfinden soll, also mit kostenfreien Möglichkeiten, diese Sportarten sich anzuschauen. Trotzdem sagen wir, es wäre gut, wenn die Stadt den jetzt schon mittlerweile durch eben die einjährige Verschiebung nochmal erhöhten Eigenanteil von über 2 Millionen Euro vielleicht doch noch reduzieren kann. Und deswegen haben wir den Ergänzungsantrag eingebracht, dass über die bisherige Planung hinausgehend eingeworbene Sponsorenmittel zur Reduzierung des Eigenanteils zu verwenden sein sollen. Und ich würde mich freuen, wenn Sie dem zustimmen. Wir haben, wie gesagt, gerade heute schon mal, der OB hat es auch noch mal in seinem Bericht genannt, darüber gesprochen. Ich habe es bei der Begründung zur eigentlich aus meiner Sicht eben notwendigen Zurücküberweisung Dynamo-Beihilfe noch mal angesprochen, dass wir schon die ersten Zeichen für eine dramatischere Haushaltssituation sehen. Ich glaube, wir sollten uns einig sein, dass die 2,25 Millionen, die die Stadt jetzt fest zusagen will für die Finanzierung der Finals, und das sind dann bis zu 20 oder so in der Dreh Sportarten, die dann auch hier in Dresden stattfinden können mit deutschen Meisterschaften, dass man das jetzt nicht unbedingt noch zusätzlich aufstockt durch zusätzliche Sponsorenmittel, sondern auch dann guckt, dass die Stadt vielleicht davon partizipiert. Und deswegen bitte ich um Zustimmung zu unserem Änderungsantrag und freue mich, wenn wir kritisch auch und vor allem aber auch konstruktiv begleiten, welche Sportarten hier in Dresden bei den Finals alles vertreten sein werden und was wir damit sozusagen hier auch der Bevölkerung zum Besuch ermöglichen. So, und damit steigen wir ein in die Fraktionsrunde, da mehrere Redner hier gemeldet sind. Fraktion Die Linke würde beginnen, wird das Wort gewünscht. Frau Dr. Geitsch. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Stadträtinnen und Stadträte, liebe Menschen am Stream. Sportgroßveranstaltungen sind ja dazu geeignet, Menschen für den Sport auch zu begeistern. Leider kosten die natürlich auch eine ganze Menge Geld. Deshalb ist der Antrag, den die Grünen jetzt gestellt haben, für mich eigentlich selbstverständlich. Wenn mehr eingeworben wird, dann sollte das natürlich der Stadt auch in die Stadt wieder zurückfließen. Andererseits möchte ich das gerne, darum bin ich vor allen Dingen nochmal hier an Rednerpulte gegangen, zum Anlass nehmen, Sportgroßveranstaltungen sind toll, aber es gibt auch so viele kleine Sportveranstaltungen. Und dort wünsche ich mir, dass noch viel mehr auch kleine Sportveranstaltungen mit Zuschauern beworben werden für Eltern, Geschwister, Oma, Opa, die dann ihre Geschwister, ihre Enkel, ihre Kinder bei Sport treiben erleben können und damit selbst aktiv vielleicht noch einen Schritt auf den regelmäßigen Sport zugehen. Dankeschön, das war's schon.
So, als nächste Fraktion ist die SPD-Fraktion an der Reihe. Frau Sturm, bitte. Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer im Stream, ich beeile mich. Ich habe überlegt, ob ich rede oder nicht. Aber angesichts dessen, dass das jetzt wieder als so ein Teufelszeug kostet, alles viel Geld gesehen wird, möchte ich doch die positiven Dinge hervorheben, die solche Events mit sich führen. Und vielleicht auch noch mal ein kleines Stück in der Geschichte zurückgehen und daran erinnern, dass wir schon zeitig angefangen haben, uns um solche Events vor dem Hintergrund des Heinz-Steyer-Stadions zu bewerben, was dort im großen Mittelpunkt stehen wird. Und es ist somit auch eine Bewerbung für uns, als Stadt dieses Stadion zu nutzen. Und andererseits darf man nicht vergessen, wir haben uns erst im Aufsichtsrat der Dresden Marketing GmbH eine umfangreiche Studie vorstellen lassen, wie viel Geld auch mit solchen Events in diese Stadt kommt und wie stark der Tourismus auch von Konzerten und solchen Events abhängig ist. Vor dem Hintergrund begrüßen wir jetzt die Zusage und dass Herr Donhauser das von Dr. Lames angefangene Werk fortgeführt hat, dass es jetzt stattfinden kann. Und wir stimmen auch dem Antrag der Grünen zu, weil natürlich nicht mehr Geld ausgeben als nötig. Wenn sich mehr Sponsoren finden, umso besser, umso mehr Geld haben wir dann auch für den Breitensport. Dankeschön. Wird Freie Wähler, Freie Bürger das Wort gewünscht? Nein. FDP das Wort gewünscht? Nein. Dann haben wir die AfD. Herr Gilge. Herr Oberbürgermeister, verehrte Stadträte, liebe Dresdner. Die Finals sind ja entschieden, das ist eine schöne Sache und es geht natürlich wieder ums Geld. Geld, was die Stadt fürs Marketing nutzen kann. Ein Marketing-Level, den wir so nie erreichen könnten. Großsportveranstaltungen werden zu weit übertragen, als dass es eine einfache Werbung von Dresdner Lage wäre, nur dieses zu bringen. Und das ist eine Investition, jeder, der von Ihnen, der mit Marketing zu tun hat, jeder, der etwas damit zu tun hat, etwas zu verkaufen, und hier geht es dabei, unsere Stadt Dresden zu verkaufen, anzupreisen und zu bewerben, weiß, dass das gar nicht einfach machbar ist. Das heißt also, diese Großveranstaltung bringt mehr uns insgesamt mehr ein, als was es kostet. Und genau deswegen sollten wir es tun und genau deswegen stehen wir dafür. Vielen Dank. Als nächstes Bündnis 90 Die Grünen, Herr Schulze. Verzichtet. Jetzt, wo Sie ja dann noch auf der Zielgeraden es geschafft haben. CDU, Frau Wagner. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine lieben Kollegen. Leider kostet es Geld. Also ich will jetzt so ein bisschen in die Kerbe schlagen, die Christine Sturm gerade angeschlagen hat. Also in erster Linie ist bei uns eine riesengroße Vorfreude auf dieses Event. Nächstes Jahr die Finals in Dresden. Es wäre fast dieses Jahr geworden, jetzt wird es nächstes Jahr. Das wird eine super geniale Geschichte für unsere Stadt. Und ich kann nur sagen, wenn man in die Sportwelt mal reinhorcht, die freuen sich alle drauf. Tom Liebscher kämpft gerade darum, dass er auf dem Zwingerteich endlich mal paddeln darf. Wir im Sportausschuss haben ja das Konzept vorgestellt bekommen, das werden die Spiele der kurzen Wege und da zahlt sich nämlich das aus, was in der Tat, und Frau Sturm fängt vom Herrn Lames an, ich fange bei Dietmar Hassler und Klaus Rentsch an. Ja, in 90ern, die sich diesen Sportpark Ostra mal ausgedacht haben, dass das nämlich eine super geniale Sache, visionär damals sein kann, ja. Da müssen wir in die 90er gehen. Da haben wir nämlich angefangen mit dem Sportpark Ostra. Dann haben wir zwischendurch mal ein bisschen was für das Stadion gemacht. Dann haben wir es groß gedacht und jetzt groß gemacht. Jetzt wird es bald eröffnet. Und wir werden, ich sage es immer wieder, mit diesem Stadion und mit dem weiterentwickelten, das ist übrigens eine Aufgabe für uns im nächsten und im übernächsten Stadtrat, diesen Sportpark weiterzuentwickeln, diese Stadt als Sportstadt deutschlandweit und international auf ein völlig neues Level heben. Und die Finals sind der erste wirklich riesengroße Höhepunkt, den wir hier feiern können. Und Sport als Marketing, ja, ich würde das nicht kleinreden. Ja, es kostet Geld, aber es bringt ziemlich viele Menschen in unsere Stadt. Ich bin der festen Überzeugung,
Sport verbindet Menschen und auch die Finals werden hier Menschen gemeinsam feiern lassen. Und zwar in Sportarten, die nicht Fußball heißen. Ja, in ganz vielen anderen Sportarten, die hier unsere die Meisterschaftskämpfe austragen werden, die hier die Gastronomie besuchen werden, die die Hotellerie besuchen werden, die als Touristen für mehrere Tage in unsere Stadt kommen. Das wird richtig genial. Und was nicht zu vernachlässigen ist, ja, dort sind die Sportfachverbände eingebunden. Dort werden die Nachwuchsathleten, die jetzt vielleicht im Leistungssport oder im Breitensport sind, die werden ihre Idole anfeuern können und das ganze Event mit absichern als ehrenamtliche Volunteers. Das sind also diese ganzen positiven Dinge, die aus unserer Sicht einfach nur mit Vorfreude und mit wehenden Fahnen heute hier mit diesem Beschluss auch einfach berücksichtigt werden sollten. Die Finanzierungsvorschläge, die von der Stadtverwaltung hier kommen, die tragen wir vollumfänglich mit. Allerdings muss ich jetzt ja quasi nochmal auf den grünen Antrag eingehen und da habe ich einen kleinen Kritikpunkt, denn der kommt heute auf den Tisch. Wir haben das nicht im Sportausschuss diskutieren können. Insofern bitte ich darum, dass auch von Seiten der Stadtverwaltung mit Blick auf das doch etwas komplexere Finanzierungskonstrukt noch mal eingegangen wird, wie dieser grünen Antrag zu bewerten ist, weil wir uns dazu ganz gerne schon noch mal eine Meinung bilden wollen, bevor wir hier zustimmen oder ablehnen. Das wäre meine Bitte. Und ansonsten, ja, Sport bringt Menschen zusammen und nächsten Sommer feiern wir hier ein Freudenfest nach der diesjährigen Eröffnung mit dem Freudenfest des Heinz-Steyer-Stadions. Sport frei. Soweit erstmal die Fraktionsrunde. Weitere Wortmeldungen sehe ich nicht. Und dann wollte Kollege Thunhauser ohnehin noch von seiner Seite und für die Verwaltung zum Abschluss einige Sätze sagen. Ja, schönen guten Nachmittag auch nochmal von mir. Und wenn ich ehrlich bin, ich bin nicht so richtig glücklich über den grünen Antrag aus drei Gründen. Erstens hat man Zeit, vorige Woche Donnerstag im Sportausschuss drüber zu reden. Hat man drüber Zeit zu drüber reden, dass kein Antrag gestellt worden. Ist kein Antrag gestellt worden. Zweitens muss ich mal sagen, von der Systematik her, wenn das so wäre, könnte ich ja meinen Leuten jetzt sagen, lehnt euch zurück bei der Sponsorensuche, wir haben den Betrag ja gesichert. Und zum Dritten ganz ruhig bleiben. Und zum Dritten wissen wir heute noch nicht, das ist in einem Jahr. Wir haben ausführlich erläutert im Sportausschuss, dass jetzt die ersten Abfragen bei den Sportverbänden erfolgen, die uns bis August eine grobe, sage ich mal, Hausmarke sagen sollen, was ungefähr gebraucht wird. Dort müssen wir ohnehin dann entscheiden, wenn es das Budget beträchtlich übersteigen würde, ob wir von Sportarten reduzieren müssen oder eben uns was einfallen müssen, dass wir vielleicht das eine oder andere was jetzt nach Vorplanung nicht so gedacht ist, dass man das umsetzen können. Aber auf jeden Fall, wenn hier die Mehrheit das beschließt, ist es so, wenn das der Wille des Rates ist. Aber deutlichst nochmal gesagt, dieser Antrag hätte dann auch am Donnerstag gestellt werden können und nicht erst jetzt in der heutigen Stadt. Donnerstag war bereits bekannt, im Finanzausschuss wurde berichtet, wie die Haushaltslage aussieht. Und insofern kann ich es nicht empfehlen. Der Rat ist natürlich frei in seiner Entscheidung. So, und damit steigen wir dann ein in die Beschlussfassung. Jetzt hier nicht gegenseitige Schuldzuweisung, könnt ihr dann draußen machen, auch nicht hier in der Ordnung. So, wer dem Änderungsantrag der Grünen zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen.29 Ja-Stimmen, 33 Nein, 2 Enthaltungen. Damit keine mehr gefunden. Damit kommen wir zur Abstimmung über den federführenden Ausschussbericht. Wer zustimmen möchte, bitte ich jetzt zum Stimmzeichen. Achtundvierzig Ja-Stimmen, 6 Nein, 9 Enthaltungen. Damit so beschlossen. Das bringt uns zum Tagesordnungspunkt 10. Wir sind mal wieder beim beruflichen Schulzentrum.